los mit Feuerwehr, ab durch die Latte, schneller als der Beetlebest. Jedes Goal vom FC Basel ist ein zweites St. Jakobsfest. Wenn wir auch einmal verlieren, macht uns das kein Ranzen weh. Denn bei Sonne, Schein und Regen stehen wir auf der FCB. FCB! Auf ein Inserat in der Nazi-Zeitung treffen sich am 15. November 1893 Football-Interessierte in der Schuhmacherzunft und gründen den Football Club Basel. Schon Ende November findet das erste Training auf dem Landhof statt. 1894 bestreitet der FCB seine ersten internationalen Spiele. Daheim gegen den FC Mühlhaus und auswärts gegen den FC Strasbourg. 1898 nimmt der FCB das erste Mal an der Schweizer Meisterschaft teil. 1907 wird der Zentralschweizer Meister nach drei Entscheidungsspielen gegen die Basler Old Boys. Unter dem Engländer Humphrey, dem ersten Trainer der Clubgeschichte, gewinnt der FCB 1913 den Anglo Cup, der Vorgänger vom späteren Schweizer Cup. In der Saison 1929-30 gewinnt der FCB zum zweiten Mal den Anglo Cup und wird im gleichen Jahr Zentralschweizer Meister. Im Finale vom Schweizer Cup 1933 in Zürich holt sich die Mannschaft dank einem 4:3 gegen die Grasshoppers das erste Mal die Sondertrophäe. 1939, aus der Nazi A abgestiegen, wird der FCB 1942 Erstligameister und trifft im gleichen Jahr im Cupfinal auf die Grasshoppers. GC gewinnt im Wiederholungsspiel mit 3:2. Nach einem weiteren Ab- und Wiederaufstieg in die Nazi A gewinnt der FCB 1947 der Schweizer Cup gegen Lausanne mit 3:0. 1952 wird der Seppe Hügi mit 32 Goals erstmal Torschützenkönig der Nazi A. Und 1953 nimmt sein Bruder Hans Hügi als Captain aus erstmal die Schweizer Meistertrophäe entgegen. 1963 schlägt der FCB im Cupfinal GC mit 2:0. Für den Karli Odermatt, hier in der Mitte vom Bild, ist die erste Cup 4, für den FCB die dritte. Der Cupfinal 1967 im Berner Bankdorfstadion beginnt mit einer eindeutigen Feldüberlegenheit der Basler. Nach 11 Minuten schon schlägt Hauser mit einer Flachschussbombe aus 23 Metern den Lausanner Goalie Schneider. Für voreilige Kommentatoren ist das Schicksal der Rapanelf bereits besiegelt, umso mehr als die Welschen Mühe haben, aus ihrer Spielhälfte herauszukommen. Nach der Pause jedoch wacht Lausanne plötzlich auf. Ein brillanter Dürr schlägt Kunz zum 1:1. Das Spiel ist nun wieder ganz offen. Von allen Akteuren wird mit beachtlichem Niveau und Einsatz gekämpft. Das nasse Terrain macht den Spielern sehr zu schaffen. Aber hin und wieder dringt auch die Sonne durch. Corner für Lausanne. Die Basler Verteidigung lässt sich nicht überraschen. Dramatische Szenen häufen sich auf beiden Seiten und die Torhüter haben Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Das ist Fußball im besten Sinne. Immer noch unentschieden 1:1. Die Spannung steigt und das Publikum geht begeistert mit. Etwa 100 Sekunden vor Schluss geschieht das Unerwartete. Schiedsrichter Göppel verhängt einen Elfmeter gegen Lausanne. Spieler und Zuschauer protestieren. 2:1 für Basel. Lausanne versucht's mit Absitzen. Eine unwürdige Episode. Aber die jubilierenden Basler lassen es sich nicht nehmen, ihren gewonnenen Cup zu feiern. Cupfinale in Bern, 50.000 Zuschauer, der FC Basel ging gegen den FC Zürich vorerst in Führung, 62. Minute. Odermatt erzielt bei einem indirekten Freistoß das 1:0. Hier das Foulspiel, das dazu führte. Nach einem Freistoß Martinellis konnte Quentin 12 Minuten später ausgleichen. Es wurde eine Verlängerung nötig.
Schon in der 92. Minute ging der FC Zürich durch ein Tor Künzlis auf Zuspiel Martinellis seinerseits in Führung. Nach 101 Minute Spiels lieferte dieses Tor Gesprächsstoff für manche Abende unter Fußballfreunden. Pass von Kuhn und Künzli steht ein bisschen sehr allein. Auch bei uns ein berühmtes drittes Tor. 113. Minute, Gorti kann zum etwas brutalen 4:1 für die Zürcher erhöhen. Basel wurde dafür Schweizer Meister. Im Final gegen den FC Zürich zogen die Basler den Kürzeren. Jean Dupeu erzielte den einzigen und alles entscheidenden Treffer. Von rechts nach links im orangen Dress, blaue Hose der FC Basel im Ballbesitz gegen den FC Zürich ganz in Weiß. Und sofern es die Spielsituation erlaubt, die Mannschaftsaufstellungen am Ball oder Matt. Und Palmer für Hasler. Palmer, Hasler. Herrlich die Aktion des FC Basel und tempostark dieser Beginn dieser ersten 8 Minuten und viele prickelnde Torszenen, so wie man sich einen Final zwischen zwei der besten Schweizer Mannschaften eigentlich wünscht. Martinelli. Hasler. De Marmels. Kuhn. Brunnenmeier. Künzli, Kuhn. Kuhn für Martinelli gegen Stohler. Toll, die Direktabnahme von Künzli und reflexschnell die Abwehr von Torhüter Kunz. Hier sehen Sie die Flanke von Martinelli, Kopfball Künzli. Dann Faustabwehr von Marcel Kunz. Direktabnahme und zur Ecke gelenkt. Basel hat Anstoß zur Verlängerung. Die von beiden Teams mit je einem neuen Mann in Angriff genommen wurde. Rutschmann beim FC Zürich mit der Nummer 13 für Jean Dupeu und Riener Nummer 14 beim FC Basel für Palmer. Hier war Rutschmann eben am Ball. Brunnenmeier. Marti. Ziegerlig. Odermatt, De Marmels, Ramseyer gegen Bionda. Kuhn für Künzli. Siegenthaler klärte diese Situation. Rutschmann gegen Siegenthaler.
Freistoß für den FC Zürich. Brunnenmeier. Angeschnittener Ball. Tor. Marti. Freistoß von Brunnenmeier. Mit Effe hereingegeben. An der ganzen Verteidigung des FC Basel vorbei. Marti. Zweite Minute der Verlängerung. Hier sehen Sie den Freistoß. Marti, der Torschütze. Freistoß Brunnenmeier. Krun. Rutschmann. Stierli. Krun. Fönsli. Tor. Kein Abseits. Blitzschnell die Aktion. Überrascht die Basler Verteidigung, die den Abseitspfiff erwartete. 101 Minuten, Künzli 2:0. Und das dürfte die Entscheidung bedeuten. Ernst Mayer. Bollmann stürmt mit, der Mittelverteidiger. Und Fritz Künzli, Schulz und... Ja, da war Glück für Basel. Stolo. Und das ist die Chance. Aber Kühn macht sie zunichte. Die Chance für Walter Palmer mit der Nummer 7. Hitzfeld versucht sich durch das Ausbrechen auf die Flügel von Bollmann zu lösen. Jetzt hat er den Gegner vor sich. Hitzfeld. Hasler. Nur zwei Mann vorne. Hasler und Palmer im Zusammenspiel. Hasler, trotz Münch und knapp vorbei. Vier Minuten und 20 Sekunden in diesen ersten 45 Minuten. Bis jetzt torlos 0:0. Mit Feldvorteilen, vielleicht auch Chancenvorteilen und Lattenschuss. Winterthur scheinbar wieder in die Abwehr gedrängt. Fehler von Münch und Tor. Otto de Mermels ist der Torschütze. Eins zu null für den FC Basel in der dritten Spielminute. Da kommt der Center von Hasler. Der Fehler von Münch. Kopfball Palmer. Und de Mermels. Und glänzend reagiert von Torhüter Küng. Otto de Marmels hätte beinahe seinen zweiten Treffer erzielt. Ernst Mayer. 3:2 im Augenblick. Und Tor. Missverständnis. Missverständnis in der Abwehr der Basler. Noch 60 Sekunden. Und wenn Nielsen die Ecken tritt, wird es immer gefährlich. Wo ist der Ball? Und Kohl, aber wird annulliert. Noch einmal. Da kommt die Flanke. Hitzfeld erwischt den Ball nicht richtig. Und jetzt achten Sie links, Center von Odermatt. Da steht einer auf der Torlinie. Hitzfeld. Hitzfeld abseits. Luftduell. Und wer war der Pechvogel?
Günzli, der in die Wolken schoss. Dann noch. Oh, fantastisch, fantastisch. Künks beste Tat. Stoller. Der Marmels. Und Tor. Palmer. Hervorragende Vorarbeit von dem Marmels. Palmer schießt das zweite Tor für die Basler. Karl Odermatt, Captain des FC Basel. Und Bundesrat Willy Richard wird auch diesmal, wie schon im vergangenen Jahr, die Köpp-Trophäe dem siegreichen Captain überreichen. Ein großer Moment für einen Fußballer, wenn er die Köpp-Medaille bekommt und wenn er als Captain den Pokal, in diesem Fall die Sando-Trophäe des Schweizer Köpps, dem Publikum zeigen darf. Hauptsache gewonnen, wie ist egal. Zu Recht freuten sich die Walliser Fußballanhänger über den erneuten Triumph des FC Sitten. Ein Tor entschied die Partie gegen den FC Basel. Alain Ballet war wieder einmal mit dem Kopf zur Stelle nach einem Freistoß Luisiers. Stürmer Beat Sutter, heute erprobtes Nationalmannschaftsmitglied und bei Xamax unter Vertrag, versuchte zwar seinen Gegenspieler noch zu erreichen, aber Ballet setzte sich durch, wenn auch nicht unbedingt in der Art des feinen Mannes. Meisterschaftsentscheidung Basel gegen Zürich. Kopftor von Munchin 1:0. Münch faulte Balmer. Penalty. Duell Odermatt gegen Grob. 2:0 für den FC Basel. Freistoß Odermatt, Hitzfeld, 3:0. 55.000 Zuschauer jubelten. Doppelpass Odermatt-Balmer und 4:0. Ein großer FC Basel wurde zum 5. Mal Schweizer Meister im entscheidenden Spiel gegen einen großen Verlierer, den FC Zürich. Im letzten Meisterschaftsspiel von der Saison 72-73 shootet der FC Basel gegen IB im Berner Wankdorfstadion vor 24.000 Zuschauern. Nach einem Foul im Strafraum in der 15. Minute vom Schmocker an Palmer gibt es eine Penalty. Mit einem präzisen Schuss bringt der Hitzfeld Basel mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich für IB in der 37. Minute durch den Brechbühl geht Basel in der 54. Minute wieder in Führung. Thank you.
Nach einer Flanke vom Odermatt über den Wenger zum Palmer bezwingt der Hitzfeld der Eichenberger zum 2:1. In der 67. Minute kann der Palmer einen Pass nicht verwerten, angelt sich aber der Ball noch einmal und erhöht auf 3:1. Kurz vor dem Spielende, in der 84. Minute, kann der Bosshardt noch auf 3:2 verkürzen. Es bleibt aber beim verdienten Sieg für den FC Basel, der sich damit der 5. Titel in der Penthouse-Ära sichert. Guten Abend, liebe Sportfreunde, sehr verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich aus dem Berner Wankdorfstadion, wo soeben das Entscheidungsspiel um den Titel eines Schweizer Fußballmeisters begonnen hat. Im dunklen Dress von links nach rechts Servette Genf, ganz in Weiß der FC Basel. Leider sind hier in Bern nur Schwarz-Weiß-Bilder möglich. Wir haben uns aber trotz der verminderten Bildqualität entschlossen, in Anbetracht der Bedeutung dieses Spieles, Ihnen doch diese Bilder zu zeigen. Hektischer Auftakt nach diesem ersten Foul an der Nummer 8 von Servette Genf. Müller, ungefähr 40.000 Zuschauer sind anwesend hier heute Abend. Beide Mannschaften in stärkster Formation. André, keine Gefahr für Hüter Müller. Ich nenne Ihnen kurz die Aufstellungen, während hier dieser Foulfreistoß wiederholt werden muss. Für Basel im Tor Müller, Nummer 3 Muncin als Libero, 4 Ramseier, 5 Fischli, 14 Stoller, die Verteidiger, 8 Tanner, 17 von Wartburg, 10 Nielsen, 6 Demarmels, Achtung André, noch einmal daneben, 10 Nielsen, 6 Demarmels und die beiden Sturmspitzen, die Trainer Benthaus gemeldet hat, Nummer 18 Meissen, Nummer 11 Lauscher. Gegenstoß der Genfer durch Müller. Links außen Pfister ganz allein. Aber Müller versucht es allein. Und hat Erfolg. 1:0 für Servette Genf. 31. Spielminute. Torschütze nach einem Sololauf. Müller. Von Wartburg, der junge Internationale, wird diese Ecke treten. Und Muncin ist da, der Libero der Basler, köpfelt ein Ausgleich in der 36. Minute. Noch 30 Sekunden bis zur Halbzeit. Tanner. Ein toller Schuss von Tanner. Anspiel zur zweiten Halbzeit. Basel ganz in Weiß jetzt von links nach rechts. Unentschieden 1:1. Keine Mannschaftsänderungen bei beiden Teams. Dieselben 22 Spieler auf dem Feld wie schon während den ersten 45 Minuten. Chivers. Müller. Für Barberis. André. Eckball für Servette, vierter Corner für die Genfer hier, Bundespräsident Dr. Kurt Furgler, der sich zusammen mit, man sagt jetzt, 50.000 Zuschauern an einem bisher spannenden Spiel erfreuen konnte. Schnieder.
Tanner. Foul von Schneider. Von Warburg. Hat freie Bahn. Jawohl, er nimmt die Chance wahr. Krasser Fehler der Servet-Verteidigung. Völlig freie Bahn für von Warburg, der den FC Basel in der 30. Minute der zweiten Halbzeit 2:1 in Führung bringt. Noch 15 Sekunden. Und dann sind die 90 Minuten vorbei. Und da ist noch eine Chance für André. Oje, das war noch einmal spannend. Eckball. 14. Corner für Servet. Sekunden vor Schluss. Schiedsrichter Rentli schaut bereits auf die Uhr. Richtig die Arbeit von Müller. Und da ist der Schlusspfiff. Jawohl. Es kommt nicht zu einer Verlängerung. Der FC Basel hat es geschafft. 2:1. Torschützen für Basel, Muncin und von Wartburg. Torschütze für Servet Müller. Zum 7. Mal der FC Basel Schweizer Fußballmeister nach 53, 67, 69, 70, 72 und 73. Erneut ein Triumph für die Mannschaft von Helmut Benthaus. Schon am Anfang zeichnet sich ein spannendes und dynamisches Spiel von der Basler ab. In der 4. Minute kommt der Meissen am Ball, trippelt durch die gegnerische Verteidigung und bringt der FC Basel mit einem harten Schuss von der 16-Meter-Linie 1:0 in Führung. Kurz darauf ab, in der 9. Minute erzielt der Jerkovic den Ausgleich für den FC Zürich. Sogar die Zürcher Fans geraten in Begeisterung, wo der Detlef Lauscher mit einem spektakulären Solo in der 21. Minute die Basler wieder in Führung bringt. In der 33. Minute kommt der FCB mit nur zwei Spielzügen zum 3:1. Nach einem 40-Meter-Pass vom Vorwartburg gibt der Geisser einem Mardi die Vorlage für das 3. Basler Goal. 2 Minuten später, Freistoß. Der Vorwartburg spielt zum Lauscher und der verwertet zum 4:1. Die Wiederholung zeigt, dass der Ball von zwei Zürcher Verteidigern unglücklich abgelenkt wird. In der 76. Minute verkürzt der Zappa mit einem Weitschuss auf 4:2. Damit ist der FC Basel in seiner 87-jährigen Geschichte zum 8. Mal Meister geworden. Basel im Endspiel um den Alpencup in weißen Jerseys von rechts nach links. Basel, das sozusagen im letzten Moment nach seinem Sieg über Lausanne Schweizer Meister wurde, zeigte noch in dieser Sommerpartie am 27. Juni, dass es seine große Form nicht verloren hatte. Es hielt sie auch noch bis zu seinen glänzenden Spielen im Meistercup gegen Celtic Glasgow. Eine schöne Leistung Hausers. Wenn Basel in Glanzform ist, so fällt seine Homogenität auf. Kein Spieler fällt ab.
Ein Foul an Sundermann. Freistoß. Spielertrainer Benthaus zu Hause und 1:0 in der 16. Minute. Sundermann und Ramseyer in Höchstform und Kiefer, der rechte Außenverteidiger, erzielt täuschend aus spitzem Winkel schon in der 22. Minute das 2:0. Dieses Tor ist typisch für die Spielanlage des Schweizer Meisters. Auch die berühmte Basler Mittelachse dominierte das Mittelfeld und erzielte sozusagen in eigener Sache in der 28. Minute den beruhigenden Pausenvorsprung von 3:0. Sundermann war der Torschütze. In der zweiten Halbzeit kam Bologna auch zum Ehrentreffer, doch am brillanten Sieg der Basler im Alpencup gab es nichts mehr zu rütteln. Nach einer 2:3 Niederlage in Moskau gelang es mit einem 2:1 Sieg in Basel, Spartak Moskau aus dem Meistercup auszubooten. Siegenthaler erzielte in der 48. Minute mit Hilfe des Moskauer Hüters Kawasashvili das 1:0. Sieben Minuten später erhöht Balmer auf 2:0. Die Russen verschönerten später noch auf 2:1, doch zu spät. Die Ausgangslage. Ajax Amsterdam hat im Hinspiel zu Holland 3:0 gewonnen. Der FCB hat also nichts mehr zu verlieren. Anfangen tut es denn für Basel gar nicht schlecht. In der 35. Minute verwandelt der Odermatt seine Penalty zum 1:0 Pausenstand. Der Gegentreffer kommt in der 68. Minute durch den Rinders. Der Goalie Kunz kommt spät an den Ball. Es steht 1:1. Nur wenige Minuten später kassiert der Schweizer Meister das 2:1. Der Neskens trifft in linke Ecke. Damit scheidet der FC Basel aus dem Europacup aus. Basel, der in der ersten Halbzeit von rechts nach links spielt, geht in der 20. Minute nach einem abgelenkten Witschuss vom Hasler 1:0 in Führung. Unsicherheiten in der Basler Abwehr führen drei Minuten später durch Lambert zum 1:1. Nach einem herrlichen Absatztrick Kunz in der 29. Minute durch den Carteus zum 2:1 für Brügge. Aber die Basler sind noch nicht geschlagen. Der Kubilias flankt, der Balmer ist da und Goal. Der Ausgleich zum 2:2 in der 32. Minute. Acht Minuten später. Wieder eine Flanke vom Kubilias und der Wampfler erhöht mit einem wunderbaren Hechtköpfler auf 3:2.
Nach der Pause kommt der Ramseier für den Fischli. Nur 46 Sekunden nach dem Abpfiff fällt der Lambert im Strafraum. Penalty zum 3:3. In aussichtsreicher Position wird der Hitzfeld in der 63. Minute vom Vandendele umgelegt. Für den dänischen Schiedsrichter Nielsen ist das ein klarer Penalty. Der Hitzfeld verwandelt ihn sicher zum 4:3. Vier Minuten später heisst es 4:4. Der Lambert schiebt auf Vorlage vom Huvard die Balle ins Goal. Jetzt steigert Basel das Tempo. Flanken Odermatt, der Kubilias schittert, die Belgier bringen die Balle nicht weg und der Wampfler schießt sein zweites Goal zum 5:4. Kurz darauf ab ersetzt Brügge der Stürmer Lefebvre durch den Verteidiger de Vrindt. Das bringt aber nichts. In der 88. Minute setzt der Hitzfeld nach einem Freistoß vom Odermatt die Balle zum Endresultat von 6:4 unter die Latte. Damit erreicht der FC Basel das Viertelfinal im Europacup. Es ist kalt an diesem Februar oben. Erst in der 21. Minute fällt das erste Goal. Celtic Glasgow erreicht, was die Basler bis jetzt verpasst haben. Nach einer raschen Gegenattacke flankt der Hood auf den freistehenden Wilson, wo der Ball zum 1:0 ins Goal versenkt. Endlich. In der 28. Minute steht der Hitzfeld undeckt und gleicht mit einem bisschen Glück zum 1:1 aus. Drei Minuten später. Der Karl Odermatt nimmt Anlauf. Aus 22 Metern schießt er mit einem Bombenschuss das 2:1. Unhaltbar. Ein Fehler von der Basler Verteidigung wird vom Delglisch zum 2:2 genutzt. Nach einer Flanke vom Hitzfeld kommt der Munchin zum Kopfball. Der Williams rettet im letzten Moment. Ein
Ein Foul am Demarmels bringt dem FCB in der 64. Minute eine Penalty. Der Hitzfeld verwandelt sicher zum 3:2. Durch das Resultat hat sich der FCB ein gutes Polster fürs Rückspiel in Schottland geschaffen. Vor 71'000 Zuschauern war dieser Match eine der grossartigsten Leistungen, die man je von einem Schweizer Club im Ausland gesehen hat. Flanke auf Deans. Und wegen einem Foul am Goalie Laufenburger wird das Goal aber annulliert. Freistoß für den FCB auf der eigenen Goallinie. Über drei Stationen zurück auf der Dings. Goal. Und wieder wird es annulliert, diesmal wegen Offside. In der 12. Minute schießt dann der Dalglish nach einem Corner 1:0. Knapp 4 Minuten später, in der 16. Minute, schießt der Deans das 2:0. In der 33. Minute erzielt der Mundschin nach einer Flanke vom Odermatt das Anschlussgoal zum 2:1. Jetzt glauben die Basler an ihre Chancen. Der Ausgleich schießt der Palmer nach einem Fehler vom Goalie in der 48. Minute. Der Hitzfeld bringt Basel in der 53. Minute fast in Führung. Dann, in der 57. Minute, passiert das dumme und unnötige 3:2 durch den Callahan. Völlig undeckt von der Basler Abwehr. Der Marcel Kunz, der in der 30. Minute der Laufenburger ersetzt hat, muss sich geschlagen geben. Was jetzt passiert, gehört zum Aufregendsten, was die Schweizer Fußballwelt je gesehen hat. Die unglaublichsten Szenen spielen sich vor dem Kunz im Goal ab. Mit viel Können und einer Portion Glück erreichen die Basler die Verlängerung. In der 96. Minute passiert's. Der Murray trifft die Balle zum entscheidenden 4:2. Damit muss der FC Basel vom Meistercup Abschied nehmen. Guten Abend, liebe Sportfreunde. Willkommen im St. Jakobstadion in Basel. Der FC Basel hat im Europacup-Spiel gegen Atletico Madrid Anstoß in diesem Augenblick. Die Basler spielen mit Müller im Tor, in der Abwehr mit Ramseyer, Mundschin, Stohler und dem wiedergenesenen Fischli. Im Mittelfeld mit Tanner, Nielsen und Hasler.
und im Sturm mit den drei erfolgreichsten Stürmern in der gegenwärtigen Schweizer Meisterschaft, Schönenberger, Mumenthaler und Marti. Sie zusammen schossen nämlich von 17 erzielten Toren des FC Basel deren 13. Nielsen. Und erster Eckball für den FC Basel. Die Nummerierungen der Basler sind vielleicht etwas ungewohnt. Sie sind wieder nach der alten Regel 1 bis 11, genau nach Vorschrift der UEFA. Und Tor! Eins zu null für den FC Basel. Neunzehnte Spielminute, unveränderter Spielstand, 1:0 für den FC Basel. Munchin. Gut gespielt, sehr gut. Eine echte Torchance. Stohler. Und Postenschuss. Ui, ui, ui. Salcedo. Ayala. Ui, ui, ein Geschenk. Ein Geschenk. Ein unnötiges Geschenk. Schade. Ayala. Tor. 2:1. Dreiundzwanzigste Minute der zweiten Halbzeit. 68. Minute. Man wünschte dem FC Basel etwas mehr Risikofreudigkeit. Vielleicht etwas mehr Mut zum Risiko. Gut gemacht von Warburg. Jetzt der Pass zur Mitte und Tor! Stohler! Da ist das Zuspiel von Siegenthaler. Und von Warburg bleibt trotz der Attacke von Martin am Ball. Zentert hervorragend. Und Stohler in vorderster Position, 1:0. Martin. Gut gemacht. Das war weniger gut. Kelch. Und Tor. Dieter Hoeneß. Abwehrfehler in der Basler Verteidigung. Und Dieter Hoeneß bringt in der 44. Minute das 1:1. Olichon, de Müller, Olichon in Schussposition und Tor. Das war ein klasse Angriff, eine wunderschöne Aktion, die zu diesem zweiten Tor der Stuttgarter führte. In der 9. Spielminute. Und freie Bahn für Georges Volkert. Ohlicher. Und Tor. Wieder schön herausgespielt. Ohlicher, der 29-jährige Captain, ein ausgezeichneter Mann mit viel Spielübersicht. Dann noch. Und Tor! Ja, wer wagt, gewinnt. Dann der Anschlusstor zum 3:2.
33. Minute. Der vierte Freistoß für den FC Basel in Strafraumnähe. Und Tor von Marburg. Nein, Klauser war. Freie Schussbahn für Lauscher. Der Ball wird noch leicht touchiert. Der Torhüter ist überrascht, kann den Ball nicht erreichen. 33. Minute, 1:0 für den FC Basel. Mein Name ist Karl Odermatt, seit 1962 beim FC Basel. Mein Name ist Karl Odermatt, ich bin geheiratet, habe zwei Töchter, einen Sohn, bin heute in der Immobilienbranche tätig, spiele noch gerne Fußball beim SC Baudepartement, bei den Veteranen, bin Coach beim FC Basel und die rechte Hand vom Rausch. Mein Name ist Kunz Marcel, ich spiele seit 1963 beim FC Basel. Mein Name ist Marcel Kunz, ich bin verheiratet, habe einen Sohn und eine Tochter. Ich arbeite in der Brauerei Feldschlössl im Aussendienst. Meine Hobbys sind heute Tennis und selbstverständlich auch Fußball. Mein Name ist Jean-Paul Leufenburger, bin beim FC Basel seit 4 Jahren. Mein Name ist Jean-Paul Leufenburger, für den Basel der Bullen Leufenburger. Wohne im Elsass, bin verheiratet, in Villers-Neuf ist meine Heimatsort. Sehr, sehr bekannt von der Basel für die gute Sprache, die es bei uns gibt. Arbeite in Basel bei der Firma Dreber Küche AG. Sport ist selbstverständlich angefressen heutzutage. Skifahren, Tennis spielen und selbstverständlich mache ich immer noch mit den Senioren im FC Basel. Und wir uns jeden Mittwoch auf dem Landhof oder mit gewissen Freundschaftsspielen treffen. Mein Name ist Paul Fischli, ich bin seit 1968 im FC Basel als linker Verteidiger. Mein Name ist Paul Fischli. Ich bin geschieden, habe zwei Kinder. Arbeite tue ich jetzt beim Kreienbühlsport in Rheinach seit 13 Jahren. Und shoote tue ich noch bei den Veteranen im FC Frick. Urs Segenthaler, bin seit 1958 beim FC Basel. Mein Name ist Urs Segenthaler, bin verheiratet, selbstständig im Bereich Licht, Fragen, Energie und biologische Arbeitsplätze. Nach der aktiven Trainerlaufbahn beim FC Basel bin ich in der UEFA und FIFA tätig. Peter Ramseyer, seit 1966 beim FC Basel. Mein Name ist Peter Ramseyer. Ich bin seit 25 Jahren geheiratet, habe einen 18-jährigen Sohn, der beim FCB in den Inter anschautet. Beruflich bin ich auch seit 25 Jahren bei einer renommierten Basel Privatbank, Dreyfus Söhne & Company AG, und bin dort auf dem Personalbüro. Sportlich tue ich mich ebenfalls immer noch betätigen. Ich schaute sehr gerne mit den Senioren, wo ich auch Obmann bin beim FC Basel. Und dort treffen wir uns einmal pro Woche, sei es zu einem Spiel oder zum Training. Und dabei sind auch etliche von den alten Kollegen, die wir früher in den schönen, guten Zeiten zusammen geschaut haben. Mein Name ist Roland Balucci. Ich spiele beim FC Basel seit 1960 und bin gegenwärtig verletzt. Vom Lugano-Spiel her. Und mein Name ist Roland Paulucci. Ich bin heute verheiratet, habe einen Sohn. Beruflich bin ich tätig bei der Firma Tanzas in Basel. Bin dort verantwortlich für den Oberflächenverkehr in den westeuropäischen Ländern. Nebenbei trainiere ich immer noch beim FC Basel die Inter-A-Junioren und sind dort im Moment an erster Stelle. Ich heiße Otto Demamels, bin seit 1967 im FC Basel und spiele zurzeit in der Reserve. Mein Name ist Otto Demamels, ich bin verheiratet, habe eine 18-jährige Tochter. Ich bin tätig bei der Nationalversicherung. Sportlich tue ich noch bei den Senioren etwas mitschütten und eigentlich mehr Tennis spielen. Mein Name ist Walter Munchi, ich bin 23 und schütze seit 7 Jahren im FC. Mein Name ist Walter Munchi. Ich bin in der Zwischenzeit 45 Jahre alt geworden.
Seit fast 20 Jahren bin ich auch Familienvater. Zu meiner Familie gehört meine Frau Heidi und die beiden Kinder, Daniel und Simon. Von Beruf bin ich Landschreiber vom Kanton Basel-Land. Und in meiner Freizeit, die etwas spärlich geworden ist, tue ich immer noch gerne mit meinen ehemaligen Kameraden vom FCB shooten. Daneben spiele ich Tennis, tue ein bisschen Surfen und Skifahren. Mein Name ist Palmer Walter, bin 22-jährig, ich spiele 2 Jahre. Also, ich bin der Wala Palmer, und Walter, ich früher in Basel. Ich wohne hier in Interlaken, bin geheiratet und habe 3 Kinder im Alter von 13, 11 und 9 Jahren. Ich bin Gymnasiallehrer und unterrichte vor allem Turnen, auch Mathematik und Geografie. Ich habe immer noch den Plausch zu hören, was der FCB für Resultate macht. Und das würde mich natürlich besonders freuen, wenn im nächsten Jahr der FCB wieder in der höchsten Spielklasse wäre. Peter Wenger. Ich bin 26 und spiele seit 5 Jahren bei mir. Mein Name ist Peter Wenger, ich bin jetzt 48. Ich arbeite seit 12 Jahren bei der CKW in Luzern als Elektromonteur. Meine Hobbys sind heute nicht mehr Fußball, sondern Bergwandern, Bildsuchen, Jassen und Fischen. Mein Name ist Rahmen Bruno, spiele seit 1966 beim FC Basel und zwar im Aufbau. Mein Name ist Bruno Rahmen, bin 44, verheiratet seit 24 Jahren. Wir haben 2 Söhne, der Patrick und der Mischa, die erfreulicherweise beide in meine Fußstapfen vertreten sind und beim FC Basel spielen. Beruflich bin ich bei der BASF tätig, bin Leiter vom Verkauf Chemikalien. Nebenbei spiele ich noch ein bisschen Fußball mit dem Karli zusammen beim Baudepartement und so ganz nebenbei noch ein bisschen Tennis. Mein Name ist Helmut Hauser. Ich bin seit 1964 beim FC Basel. Mein Name ist Helmut Hauser. Ich bin 51 Jahre alt. Bin seit 28 Jahren verheiratet. Habe 2 Kinder. Thomas, 27-jährig, der 4 Jahre als Profi in England tätig war, momentan in Holland als Profi spielt. Tochter Sandra, 24-jährig. Als Beruf bin ich CNC-Programmierer, fast 25 Jahre in derselben Firma, in der Maschinenbaubranche tätig. Mit Fußball habe ich momentan wenig am Hut. Bin im Fitnesscenter 3 bis 4 Mal wöchentlich tätig im Sommer.